So, herzlich willkommen und guten Morgen in die Runde. Eine große Runde ist es geworden. Wir freuen uns wirklich, dass es so gut wieder angekommen ist, was wir vorhaben mit euch, die nächsten anderthalb Tage zu arbeiten. Die, die schon mal an so einem Pionierlabor teilgenommen haben, kennen das Ritual am Anfang, dass wir nämlich unsere ISB-Netzwerker begrüßen natürlich und die sogenannten Plus-Einser, also die eingeladenen, mitgebrachten Kunden, Gäste, Partner. Und das ist immer die einzige Situation, wo wir diese Unterscheidung machen. Und ab jetzt lassen wir sie beiseite, weil wir euch alle gemeinsam willkommen heißen. Und dazu gehört auch, dass wir gerne einladen, per Du zu sein. Das seid ihr vielleicht in euren Kontexten sowieso. Bei uns hat sich das seit über 30 Jahren bewährt. Deswegen laden wir euch gerne ein, euch per Du zu begegnen. Ja, der erste Teil ist, den ich ein bisschen mit euch teilen will, ist, warum machen wir eigentlich ein Pionierlabor? Was hat es damit auf sich? Wir haben so ein ähnliches Format über 10 Jahre gemacht für den Deutschen Bundesverband Coaching. Ein Format für einen Verband, um Praxis mit Praktikern zu teilen. Und das Format ist dann irgendwann wieder zurückgegangen an den Deutschen Bundesverband Coaching. Und wir haben dann gesagt, warum machen wir sowas eigentlich nicht für unser Netzwerk? Das sind ja alles Praktiker, das sind Leute, die bei uns ausgebildet sind. Und für uns ist es immer interessant, ISB ist ja ein Lernort, eine Bildungsinstitution. Was machen unsere Teilnehmer, unsere Alumni mit dem, was sie bei uns gelernt haben? Und das ist der Ursprung, der Impuls gewesen, Pionierlabor, zu sagen, wir sind eigentlich interessiert daran, wie das, was am ISB entwickelt, gelernt wurde, in die Praxis multipliziert wird, in die Organisationen transferiert wird und was ihr als Alumni mit diesen Themen macht. Und das ist der große Sinn und Zweck des Pionierlabors, dass wir Menschen aus dem Netzwerk, aus unserem Alumni-Kreis ansprechen und sagen, was habt ihr für Projekte, was habt ihr für Vorhaben mit allen Facetten, mit allen Farbnuancen, die es gibt bei Umsetzung, mit Licht und Schatten, mit Höhen und Tiefen, anderen zur Verfügung zu stellen, um daran gemeinsam zu lernen. Und das ist der große Das ist die große Überschrift der anderthalb Tage, dass wir das authentisch tun. Deswegen ist ein Teil unserer drei Säulen, die ihr ja kennt, dieses Entwickeln und Vernetzen, was hauptsächlich jetzt auch für das Pionierlabor steht, immer gedacht als authentischer und offener Kontakt mit nicht zu viel Glamour und nicht zu viel Hochglanz, sondern wirklich mit dem, was uns alle in der Praxis beschäftigt. Und das wollen wir von den Projekten, von den einzelnen Beiträgen ausgehend gemeinsam als Lernanlass nehmen, um daran gemeinsam weiterzulernen. Also für viele ist ja das ISB auch eine Entwicklungswerkstatt für die Themen, die in den Organisationen relevant sind. Die nehmen das dann mit in die Organisation und jetzt haben wir sozusagen wieder den anderen Weg, dass ihr es aus den Organisationen wieder mit hierher bringt und wir gucken, was können wir daraus gemeinsam weiterlernen. Und der andere Teil ist natürlich unsere seit vielen Jahren tragende Säule der Vernetzung, des Netzwerks, der Alumni-Arbeit, wo wir einfach auch sagen, nach 12 Bausteinen oder nach 6 Bausteinen ist eine Weiterbildung am ISB nicht beendet, sondern dann geht es eigentlich erst richtig los. Das heißt, diese Community immer wieder zusammenzubringen zu Events dieser Art für einen relativ, wie wir es immer wieder hören, schnellen, direkten Dialog, einen direkten Kontakt, einen offenen Kontakt. Und das ist auch das, was uns sicherlich die 2 Tage jetzt hier begegnen wird. Hier steht unten noch auf der untersten Zeile, da wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, der Hinweis auf unseren ISB Campus. Das habt ihr sicherlich über die vielen Mails auch gelesen in den letzten Monaten. Aber doch nochmal auf diesem Wege auch den Hinweis für die Partner und Kunden. Das ist ein großer Wissensschatz. Ich zeige euch das nochmal hier vorne auf der Website-Oberfläche. Seht ihr das ganz oben rechts, dieses kleine Feld Campus. Da könnt ihr euch anmelden, auch wenn ihr nicht Alumni aus dem Teilnehmerkreis seid. Wir haben da über ein Jahr entwickelt und haben oder fast anderthalb Jahre entwickelt und haben quasi das ganze Wissens- und Materialarchiv aufgearbeitet für freien Zugang mit einer klaren Open-Source-Policy und es steht erstmal allen offen. Es gibt dann einen Bereich, der noch mehr Einblick gibt für die, die an unseren Kursen teilgenommen haben. Aber dann nochmal der Hinweis, es ist ein großer Fundus an auch offen zu verwendenden Materialien, in die jeder Einblick nehmen kann und da öffnen wir unseren Fundus auch für die Menschen, die damit direkt in die Arbeit gehen wollen. Das ist der
Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen die Leute, die bei uns gelernt haben, die bei uns ausgebildet sind, aber auch Interessierte ausstatten, damit wirklich in der Praxis wirksam zu werden und dann nicht sich die Papers abtippen zu müssen, sondern über digitale Formen die Sachen sich zugänglich zu machen, damit sie in die Wirkung kommen, damit sie nach draußen kommen. Das hat der Bernd Schmidt ja vorgelebt über viele Jahre, tut es bis heute, indem er seine Sachen auch frei zur Verfügung stellt. Und da haben wir wirklich was Tolles, wie ich finde, geschafft. Und da laden wir euch gerne ein, mal reinzuschnuppern. So, jetzt will ich noch ein bisschen mit euch schauen auf das Thema, was wir uns inhaltlich vorgenommen haben. Organisationsgestaltung als große Überschrift. Ich fange mal noch einen Schritt vorher an bei dem Thema Organisationsentwicklung, was ja ein Dreieck ist, was ein Modell ist, was viele von euch kennen. Das Zusammenspiel zwischen Strategie, Struktur, Prozesse und Kultur, was ja an vielen Stellen verwendet wird, was ja schon in sich trägt, dass es in einem Zusammenspiel stehen muss. Wir haben uns letztes Jahr ja intensiv mit dem Thema Strategiearbeit, systemische Strategiearbeit oder Strategiearbeit, systemisch Denken beschäftigt. Und jetzt wollen wir dieses Jahr nochmal stärker auf dieses Zusammenspiel von Struktur und Kultur eingehen, also Struktur als die gesetzte, als die formale Regel und die Kultur als die gelebte, vielleicht informelle Art, wie Organisation funktioniert. Und manche sagen, eigentlich müsste das schon so aussehen, Digitalisierung oder Digitalität als ein weiteres Ordnungsprinzip, wobei das von der logischen Ebene vielleicht nicht ganz stimmt. Aber es ist klar, so hat es jetzt ein Kollege von mir formuliert, Digitalisierung als ein neues Ordnungsprinzip unserer jüngsten oder jüngeren Gegenwart, was vielleicht auch in den Projektbeispielen heute an der einen oder anderen Stelle nochmal zum Tragen kommt. Und was wir jetzt heute und hier machen wollen, ist noch die Kommunikation als ein wesentliches Gestaltungselement mit aufzunehmen. Wir werden ja heute Abend von der Irmina auch das Verantwortungsdialog-Thema nochmal hören, was ja ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Also wie bringen wir all diese Gestaltungselemente in Organisationen in eine gute Balance, in eine gute integrierte Form. Wir alle stolpern ja immer wieder darüber, über das Phänomen, dass gesagt wird, es wird zu wenig kommuniziert oder nicht ausreichend kommuniziert. Vielleicht sollte man die Frage mehr qualitativ stellen, wie wird kommuniziert und was sind gute Formen und wie passt es dann zusammen mit einer Organisationskultur, mit auch der harten, härteren, strukturelleren Seite. Da haben wir auch verschiedene Beiträge, die wir hören werden, wo genau das Spannungsfeld auch interessant ist, wie spielt eigentlich die strukturelle Aufbauorganisation, die Verfasstheit der Organisation zusammen mit der Kultur, die sie trägt und wie kommt das gut zusammen. Und manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, die ESB, na, vielleicht nicht nur die ESB, aber die Systemiker bewegen sich sehr gerne in diesem kulturellen Teil, aber diese strukturelle Seite ist eben dazu passend, ist dazu wichtig, dass sie passend ist und das wollen wir uns in diesen anderthalb Tagen angucken. Ich will das jetzt gar nicht gegeneinander stellen, sondern auch sagen, wir sind da selbst offen und sind genau daran, ja, jeden Tag gefordert, das in eine gute Balance zu bringen. Und so zum Abschluss jetzt inhaltlich vielleicht noch ein Modell von uns selbst, was der Bernd Schmidt mal entwickelt hat, also immer wieder diese Perspektive der Integration, des Fügbarmachens, wie viel Konstruktion, wie viel Strukturiertheit braucht es und wie viel Selbstorganisation können wir einem System überlassen und wie steuern wir das? Unsere große Frage ist ja immer am ESB, was heißt das für Steuerung, für eigene Steuerung, für Steuerung im Außen, für Selbststeuerung im Innen und wie spielt das dann zusammen mit Unternehmens-Organisations-Kulturentwicklung, was heißt das für diese Themen? Ja, so als kleinen Einstieg vorneweg, was uns beschäftigt hat, dieses Thema, dieses Mal über unsere Lernzeit zu schreiben. Wir werden jetzt gleich nochmal einen inhaltlichen, organisatorischen Einblick machen auf die Tage und dann, wie wir das auch traditionell machen, recht schnell in einen Kultureinstieg gehen, dass es gar nicht zu viel Musik von vorne ist, weil das Pionierlabor davon lebt, dass ihr miteinander in die Arbeit kommt, in den Kontakt kommt. Deswegen kommt auch
bei uns am Anfang immer relativ schnell die Einladung, euch miteinander zu vernetzen, miteinander anzuwärmen und euch von euren Hintergründen zu erzählen.